So, servus, grüß euch. Ich fahre heute das Holz raus von der Käferflächen da in Lachforst in Braunau. Das ist schon fast, das ist eigentlich Neukirchen da. Und ein bisschen habe ich schon angefangen. Ich fahre jetzt erst einmal das ganze Blockholz raus und dann, wenn ich fertig bin mit dem Blockholz, dann fahre ich noch die ganzen Wildbienen und den Wildbäckern. Das ist aber recht praktisch mit dem Holterschild, weil da geht jetzt an Straßen durch. Das schiebe ich mir alles ein bisschen auf Zeiten und dann kann ich es links und rechts schön aufladen. Mm-hmm.
Ich glaube, da sieht man wieder die Vorteile von der Funksteuerung. Da kannst du einfach allein daneben stehen, hebst den Wickern und schneidest die Ast, was drunter, Vierer kommen wieder runter. Und ja, das ist einfach eine feine Sache, weil sonst musst du aber fast zu zweit sein. Weil wenn du nur eine Joystick-Steuerung in der Kabine hast, dann kannst du für jedes Bluch, das was du wickern hebst, dann wieder rausspringen und extra. Also musst du halt rausspringen von der Kabine. Ast aber schneiden, wieder Kabine rein. Da bist du wahrscheinlich sogar mit einem Stehbodest und einer normalen Euro-Drehhebesteuerung du schneller als wir mit der reinen Kabinensteuerung. Bei der Arbeitsweise, wie ich das da mache. So geht halt das wirklich schön allein. Ist zwar oft ein wenig komisch, wenn man hinter dem Wagen steht, weil jede Funktion dann eigentlich seitenverkehrt ist. Aber geht trotzdem gut. Ist zum Gewinner. Wenn ich mal länger damit gefahren bin, dann läuft das auch, wenn ich von hinten drauf schaue, wenn ich jede Funktion voll in die verkehrte Richtung fahren muss, wird das dann auch ganz gut laufen mit der Zeit. So, fahren wir das erste Mal aus zum Lagerplatz. Da muss ich der gehört einen Holznachbar, den rufe ich jetzt nicht auch an, ob das eh passt, weil der war LKW. Also da konnten sie mit dem LKW nicht zugefahren. Der war eigentlich ideal, der Lagerplatz. Kugelkopf anhängen kann da weg. Mir ist vor ein paar Tagen der Kranwagen ganz langsam in Zeitlupe angefallen. Ist nichts hin. Ich bin mit der Knickdeichsel rückwärts über den Stock drüber gefahren. So schnell hätte ich gar nicht reagieren können, dass ich noch die Stützen runter. Und da ist er ganz langsam, wie gesagt, in Zeitlupe angefallen. Ich habe mich auch selber wieder aufgestellt mit der Abstützung. Aber das, was ich da dann gesehen habe, ist, das, was ich da auch nicht bedacht habe, was mich schockiert hat, bei der K80, der Sicherungsbolzen, er ist nicht abgebrochen, er ist nur verbogen. Und ja, ich habe dann auch einen Schaumüller angerufen und habe einmal gefragt, wie ist das, wie seht ihr das mit K80 im Wald? Ja, die haben dann eigentlich nur gesagt, ja, wenn er langsam anfällt, dann bricht es nicht an, und wenn er ganz schnell fällt, dann bricht es eh an, dass er auskugelt. Das ist eine komische Aussage, das tun wir jetzt einfach nicht mehr. Ich habe mir jetzt eine normale Anhängvorrichtung bestellt mit einem 38er Vorstickbolzen. Das ist mir auch so empfohlen worden, dass das gescheiter ist. Ich habe da einen Kapfarm auf der Messe mit einem Vertreter von Pfanzerl schon über das diskutiert gehabt, wie er das sagt mit K80 im Wald. Er hat dann gesagt, er hält gar nichts davon. Er ist da eher der Freund davon von normalen günstigen Anhängvorrichtungen mit einem Vorsticker. Weil die automatische Anhänge, die ist ja da eigentlich auch ungeeignet. Weil wenn man zum Beispiel bei einem Graben durchfährt, dann kann es ja sein, dass du dann einen hohen Winkel zusammenbringst
beim Abknicken, als was die, wie soll ich denn das erklären? Es kann halt sein, dass die automatische Anhänge verbirgt, dass es aufbirgt, weil da drinnen zu wenig Platz ist. Für die Neigungswinkel, die was wir da im Wald oft haben. Und darum ist da am geschicktesten eine normale, billige New York 15 Anhängvorrichtung, wie wir es bei die uralten Traktor vor 30 Jahren gehabt haben. Nur halt mit einem 38er Bolzen und dann nehmen wir eine normale 40er Flanschzugösen, dann schlagt es nicht. Dann ist das auch fast ruck- oder schlagfrei auf der Straße, aber das Ganze kann sich in sich viel besser bewegen. Und ja, ich glaube, den K80 Einschub und die Flanschzugösen da, also beschädigt ist in dem Sinne nichts, nur der Vorstiegbolzen, da brauche ich gerade einen Leichen bestellen. Und das werde ich dann putzen, das ist neuwertig, wenn wer es dem Landwirt oder will haben oder irgendwo verkaufen, über Kleinanzeigen. Weil ich habe so nichts, was ich damit fahren darf. Also ich brauche mir das nicht auf Lager legen, weil das kostet nur unnötig Geld, wenn ich es einmal da umliegen lasse. Beziehungsweise das Neiche kostet Geld. Und das liegt dann blöd einmal da, weil ich werde es nie hernehmen. Ich weiß halt nicht wo, weil wenn ich mir bei einem Bibelhackschnitzel oder irgendwo einen gescheiten Kipper ausleichen großen, die haben alle normale Flanschzugösen. Und ich habe eh da eine normale Anhängvorrichtung automatisch ja dabei. Ich muss dann eh nicht Kipper und alles auch damit fahren, mit dem Vorstecker. Ja, ich denke, das interessiert euch vielleicht, wenn ich euch das verzeihe. Aber ich bin da jetzt gar nicht mehr so angetan von K80 im Wald, da bin ich eigentlich jetzt geheilt. Das hat eigentlich ganz fesch ausgeschaut am Anfang, weil man das gedacht, weil du die maximalen Neigungswinkel hast, die was du mit normalen Zugösen gar nicht hast. Und es ist schlag- und ruckfrei. Aber lieber nehmen wir jetzt, taugt mir nicht mehr gar so. Und ich hänge eigentlich immer ein bisschen zu hoch an, weil ich mit der K80 nicht aufs letzte Loch ganz oben kann. Und das ist dann auch besser mit der normalen Anhängvorrichtung, dann kann ich vorne sogar ein wenig tiefer gehen. Dass eigentlich der Deichsel sogar ganz leicht am Boden einschaut, weil wenn er beladen ist, dann ist er dann, weil es drauf und zusammendrückt, gerade Flächen. Ja, gut. Das war es einmal zu denen. Jetzt fahre ich mal raus. So, haben wir fertig. Ich habe jetzt einen Steck gezahlt, weil es mich selber interessiert hat. 28 Baumhans gewesen. Oh, sauber zusammengerammt. Ich hätte nicht so viel zusammengerammt, aber Besitzerin wollte es so. Und ja, das ist jetzt die letzte Fuhr mit den ganzen Wippchen. Gut, ich fahre jetzt raus und dann zeige ich euch draußen am Holzhaufen. So, das ist jetzt der Hackgutshaufen. Das habe ich so lange, wie es irgendwie gerade gegangen ist, rausgefahren. Habe mir, glaube ich, jetzt erst am Rückgewand gesehen, das ist überall oben gehängt. Und das heißt, das Bloch halt. So ist 4,10 Meter lang. Und da hervorne habe ich noch ein paar Meter, 3,10 Meter. Also da hat es ja geheißen, die Hand mitgehend, aber da habe ich nicht viel gehabt. Und beim Hackguthaufen, bei deinem Waldbestand, da ist irgendwann nur da in die 80er Jahre oder so mal Schneedruck gewesen sein, da hat es die Bäume angewipfelt, dann haben sie wieder weitergewachsen. Dementsprechend ist da jetzt noch viel braun von oben, aber beziehungsweise halt irgendwie zwieselig dann oben rausgewachsen. Darum ist da noch so viel dickes Material jetzt dabei. Aber ist wieder schön gegangen. Einen Tag schneien, einen Tag rausfahren, perfekt. Und wie gesagt, 28 Baumhans gewinnen. So. Passt, dann. Ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen. Dort meinen YouTube-Kanal fleißig abonnieren. Wenn ihr was wissen möchtet, schreibt es in die Kommentare. Und ich werde es einfach in die nächsten Videos am Anfang jetzt mal beantworten. Das ist das Einfachste. Als würde ich da überall zurückschreibe. Ich beantworte einfach, was möglich ist, in die Videos. Und ja, gut, dann pfiat euch!